Richtig schön, richtig schnell, richtig sexy. Das RS lässt sich durchaus nach dem persönlichen Geschmack und Eindruck definieren. Unter der Motorhaube blubbert ein saftiger V8-Hochdrehzahlsauger ohne Turboaufladung, dafür mit Benzineinspritztechnologie und viel Drehzahl. Über 8000 Umdrehungen macht er locker. Das Ergebnis sind 450 PS Leistung bei 8250 Umdrehungen. Die maximale Drehzahl liegt bei 8500 Touren. 0 auf 100 erledigt er in 4,7 Sekunden. Standardmäßig ist bei 250 km/h Schluss. Optional kann man aber 30 km/h dazu kaufen und die Höchstgeschwindigkeit so auf 280 erhöhen lassen. Jedes PS muss, je nach Gewicht des Fahrers, gerade mal um die 4 Kilogramm Auto bewegen. Der RS4 fährt standardmäßig mit einer modifizierten 7-Gang S-Tronic sowie permanentem Allradantrieb. Auf Wunsch gibt es ein Sportdifferential zur optimalen Verteilung der Kraft an den Hinterrädern. Bemerkbar macht sich das auf kurvigen Landstraßen. Das Auto bleibt wie auf Schienen stabil. So sind Kurvengeschwindigkeiten am zugelassenen Tempolimit ein Kinderspiel. Wer den RS4 richtig und vor allem ohne dauerndes Übertreten der Verkehrsregeln ausreizen will, sollte sich ein paar Runden auf einer Rennstrecke gönnen. Hier kann er nämlich zeigen, wie viel Rennsport hinter dem RS wirklich steckt. Noch besser geht es, wenn ein Rennsport-Profi wie Audi DTM-Pilot Matthias Ekström den neuen RS4 auf der Rennstrecke in Zeltweg auf Kurs bringt. So, jetzt geht's ab auf die Strecke. Jetzt kommt es in die erste Spitzkurve. 200 km/h mit 50 Meter Bremse. So, die letzte Kurve vor der Boxeneinfahrt und unter die Brücke tippen wir und da! 1,45,8. So, das war eine Runde mit mir und jetzt bist du dran. Gesagt, getan, Fahrerwechsel. Aus Sicherheitsgründen bekommt der Reporter und Amateur für die Runden auf dem Rennkurs in Zeltweg einen Helm auf den Kopf. So. Der Profi darf das natürlich ohne Helm. Wir Amateure müssen natürlich einen Helm aufsetzen, einfach wegen der Sicherheit. Und die Überraschung, es liegt nicht nur am Fahrer. Mit dem richtigen Auto ist selbst der Rennstreckenanfänger recht fix unterwegs. Volle Granate, Vollgas. Gerade mal 3 Sekunden mehr dauert die Runde des Reporters. Allerdings hin und wieder ist es hinterm Steuer schon beängstigend, mit welchem Speed der RS durch die Kurven zischen kann. Und Zeit. Ui, 1,47. Naja, so viel schlechter sind wir gar nicht. Matthias, wir stehen hier vor dem neuen RS4. Jetzt nehme ich mal R für Rennen oder Rennen und S für Sport, also Rennsport. Ist das ein Rennwagen geworden? Ja, das stimmt schon. Die neue RS4 hat schon viel Sachen, was ein Rennfahrer von träumt. Das heißt, die Balance ist deutlich besser, die Getriebe ist deutlich besser, die Fahrwerk-Gewicht-Balance und ich meine, Leistung ist, was sehr wichtig ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Insgesamt ist Audi mit dem RS4 sowas wie das Alpha-Tier gelungen. Ein Auto, das sich auf der Rennstrecke genauso wohl fühlt wie auf der Landstraße oder in der Stadt. Selbst ein Urlaub ist kein Problem. In den Gepäckraum passen zwischen 490 und 1430 Liter Zuladung. Beim Fahren hilft selbstverständlich jede Menge Elektronik mit. 4 Fahrmodi, von Komfort bis Individual, sorgen für die richtige Abstimmung von Fahrwerk und Motor, je nachdem, welche Anforderungen der Fahrer gerade hat. Wobei, er bleibt auch im Komfortmodus immer noch ein Sportler, da sind lediglich die Muskeln nicht mehr ganz so hart angespannt. Klar, es bleibt ein Nischenmodell, ein Hochleistungsfahrzeug für sportlich ambitionierte Fahrer. Zu haben ist er ab runden 77.000 Euro. Bestellt werden kann er jetzt schon. Die ersten Autos rollen dann im Herbst zum Händler.